Hallo ihr Lieben, Weihnachtsspecial hier auf Big Fish Media. Heute mit einem wirklich spaßigen Unboxing. Ich glaube, so viel Fun hatte ich, seit ich ein kleiner Junge war, nicht mehr. Da hatte ich nämlich mal solch einen Roller hier, aber ohne Motor. Jetzt gibt es die Dinger mit Elektromotor, damals unvorstellbar. Heute ist dies die Wirklichkeit. Und die Firma Insin Wheels hat mir diesen Roller hier für euch zur Verfügung gestellt, um den euch so ein bisschen zu zeigen, denn es gibt derzeit auf der Internetseite den besten Preis des Jahres. Und mit dem richtigen Code, den ich euch natürlich in die Infobox stecke, könnt ihr nochmal 30 Euro sparen. Also wer jetzt schon ein Weihnachtsgeschenk sucht oder wer jetzt noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, ein passendes. Zum Angeln kann man das Ding natürlich auch benutzen, zum Beispiel zum Streetfishing in Amsterdam oder so. Stelle ich mir das super easy vor, mit so einem Teil und der Spinnrute die Grachten lang zu fahren und den ein oder anderen Barsch und Zander zu fangen. Werde ich vielleicht mal machen. Ich habe auf jeden Fall heute schon an diesem regnerischen Tag trotz des schlechten Wetters jede Menge Spaß gehabt. Was das Ding kann, zeige ich euch jetzt in den nächsten 2-3 Minuten. Haut rein, Leute, würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt und am Ende könnt ihr das Teil sogar noch gewinnen. Die Rollerbedienung ist wirklich intuitiv, also wer als Kind schon mal so einen Roller gefahren ist, der kann das auch heute noch mit Motor, das verspreche ich euch. Ganz einfach einschalten hier über diesen Schalter, dann seht ihr direkt die Fahrstufe, rotes S bedeutet schnell und grünes S bedeutet langsam. Schnell ist 20 km/h, das ist auch die Höchstgeschwindigkeit dieses Rollers und langsam heißt 10 km/h, perfekt für so eine Fußgängerzone oder wenn man halt mal nicht ganz so schnell unterwegs sein will, vielleicht zum Spotten in Amsterdam an den Grachten, so wie ich es eben erklärt habe, sind die 10 km/h wahrscheinlich schon ausreichend. Reichweite 30 km, wirklich eine satte Strecke, dann 120 Kilo Gewicht, also auch etwas kräftigere Leute und Angler können damit fahren, nicht nur für Kinder geeignet. Dann gibt es eine Scheibenbremse hinten, die packt auch wirklich knallhart zu. Zusätzlich noch eine Motorbremse, die ich hier vorne bedienen kann. Die bremst vorne über den Motor. Dann hier auf der rechten Seite den Gashebel, den ich schön mit dem Daumen drücken kann. Und dann haben wir hier noch den Einraster. Wenn ich den zusammenklappe, um ihn ins Auto zu packen, dann rastet dieses Teil hier hinten ein und macht das ganze Gerät dann einfach tragbar. Eine Klingel noch, Licht vorne, hinten, Reflektoren. Eine Urkunde vom Kraftfahrtbundesamt Deutschland, mit dem könnt ihr das Ding zulassen. Kennzeichenhalterung, Vollgummireifen. Ich glaube, hier bleiben auf jeden Fall keine Wünsche offen. Bin das Ding jetzt mal eine gute Stunde gefahren, bin super damit klargekommen, hat Spaß gemacht. Wer diesen schönen Roller von Insin Wheels hier gewinnen möchte, der schreibt mir einfach unten in die Kommentarzeile, wie kräftig darf der kräftigste Angler sein, der hiermit fahren darf in Kilogramm. Und ja, mit ein bisschen Glück werdet ihr schon bald solch einen Roller hier unter dem Weihnachtsbaum liegen haben oder verschenken können und jemandem eine tolle Freude damit bereiten. Ich werde jetzt noch eine Runde damit drehen, freue mich wie ein kleines Kind, hoffe, das sieht man mir an. Bis zum nächsten Mal, euer Christian. Frohe Weihnachten wünsche ich euch noch.